Mal ganz ehrlich, ich tausche meine Pistole ein gegen eine AKS oder AKM. Und jetzt habe ich trotzdem nur eine Pistole. Ich glaube, das ist einfach ein Bug. Also ich kann ja echt keine neue Waffe aufnehmen für die Pistole. Ich habe das Gefühl, das ist echt ein Bug. Im Multiplayer ist das Spiel ja schon wirklich verbuggt. Wenn es jetzt auch im Singleplayer ist, ist das ja echt scheiße. Egal, werfen wir eine Granate und beenden die ganze Sache mal hier. Ach so, unsere, sorry. Ja, hier haben wir jetzt wie gesagt bloß das hier. Ich möchte aber lieber das haben. HUD anzeigen. Passiert jetzt auch nichts, ne? Okay, unsere Kollegen haben das jetzt auch bereinigt. Wir mussten die gar nicht alle selbst abbauen, alles klar. Wie gesagt, der Bug hat mich jetzt genervt. Das ist echt ein großes Problem des Spiels. Leute, ich habe übrigens auch solche Lampen bei mir rumstehen. Mein Zimmer, nämlich sind alle meine Lampen ausgegangen, deswegen habe ich mir so eine Baustellenlampe geholt. Bin echt gut, die Dinge. 120 Watt beleuchten mega stark. Nicht gerade umweltbewusst, aber ich kann es nur empfehlen. Okay, wir bekommen mal wieder Besuch. Keine Munition mehr, gib mir welche. Ich brauche mal eine Granate. Okay, jetzt willst du mir keine geben. Ah, ich muss noch durchbrechen. Jetzt können wir nämlich mal endlich das hier machen, dieses coole andere Ding mit der Hacke, mit dem Tomahawk. Denn dazu müssen wir jetzt genug Headshots haben. Nein, haben wir nicht. Immer noch 3 von 4. Menno. Dann halt wieder auf die alte Wart. Oh, wo sind die Gegner? Wo sind sie? Ich glaube, wir müssen die Headshots echt sammeln, mal durchtreten. Denn da ist unten diese Anzeige. Ich glaube, das zählt echt nur dort. Wenn wir dabei Headshots machen. Okay, machen wir das mal. Im Eifer des Gefechts. Gut. Brechen wir es nochmal durch. So, diesmal richtig. Jetzt wissen wir mal, wo sie sind, die ganzen bösen Buben. Erster Headshot. Zweiter Headshot. Dritter Headshot. Vierter Headshot. Diesmal haben wir es richtig gemacht. Tomahawk freigeschaltet, genau. Ach, dann muss man es mal freischalten, dann kann man es für immer verwenden. Okay. Sehr gut. Ich verstehe das wirklich nicht. Ziemlich komischer Bug. Ich hoffe, das ist nicht die ganze Zeit so. Okay, jetzt setzen wir uns erstmal an den Tisch. Ein bisschen snipern. Ziele in der Nähe des Sendeturms.
Ziel an Geschossfall anpassen. Okay, müssen wir jetzt ein Stück drüber zielen, oder? Das kann schon sein. Ja, hat gesessen. Noch ein Ziel, selber Sektor. Wo genau noch da? Er ist tot. Etwas höher und es wäre ein Kopfschuss gewesen, Star. Okay, neben dem Schild. 12 Uhr, gleich links davon. Mhm. Gut. Na, wenn das kein Volltreffer war. Wer sagt, das war ein Volltreffer, wo ich voll daneben geschossen habe? Hm, naja. Jetzt hat's aber gesessen. Kommt alle raus, unter dem Turm. Zwei Ziele. Ja, richtig gut. Wenn das auch im Battlefield immer so klappen würde. Ich muss eh nicht weit drüber zielen, aber dort sitzt der Schuss nie. Schalt der Waffe diesen Wichser mit den AKs aus. Yeah. Faktor 1-6, RPGs eliminiert. Die Luft ist rein. Das sind nur noch ein paar Pisser mit AKs. Jetzt muss halt den ganzen Dreck da noch wegmachen. Oh ne, das macht schon einen Heli für uns. Ein Little Bird. Dass das so klappt, das kann doch nicht sein. Ich bin doch. Ich bin kein so guter Sniper, aber diese Schüsse sitzen tatsächlich. Aber wie gesagt, die. Die Hitboxen sind auch sehr gnädig in dem Spiel, wie ich schon mal gesagt. Die sind sehr, sehr groß. Ja. Treffen wir uns. Wann und wo? Mein Zug kommt um 2.20 Uhr an. In Madrid? Ja, Madrid. Sie wird sich bestimmt freuen, dich zu sehen. Sie ist im Wagen. Sie schläft. Sie vergöttert dich. Und daran wird sich auch nie was ändern. Aber erwarte nicht zu viel von mir. Ich hab's verstanden. Ich nehme mir ein eigenes Zimmer im Hotel. Aber ich will Zeit mit Bella verbringen. Und wir beide können reden. Nur reden. Wir haben das alles schon 100 Mal durchgekaut. Nicht. Tu's nicht, noch nicht. Es ist was passiert. Alles hat sich geändert. Tom, was hat sich geändert? Wer du bist, was du tust, was du tun musst? Es wird sich nie irgendwas ändern. Alles hat sich geändert. Wir drehen uns im Kreis. Komm, auf mich zu, beweise es mir. Morgen, wenn ich dich sehe. Wer hat's dir gesagt? Mann, du verlässt die Navy und ich erfasst von jemand anderem? Das ist alles Politik, Mann. 22 Jahre Dienst und dann werden wir abgeschossen, weil wir das Richtige tun. Das war's also. Du bist raus. Kalt gestellt, nicht raus. Ich hab Optionen. Wie geht's, Preacher? Nicht gut. Hat seine ehrenhafte Entlassung hingenommen und ist nach Madrid gefahren. Sagt, er muss seine Ehe retten. Na bravo. Madrid. Sind Lena und Bella nicht zu Hause? Na, sie sind bei ihren Eltern. Ja, Preacher hat anscheinend den Militärdienst beendet. Das jetzt nach diesen Einsätzen hier, weil die so rückblickend waren. Wissen wir nicht. Storm X, Situationspunkt. Ja, ich bin hier. Ich hab Preacher im Blick. Leg los, wenn sie bei dir sind. Ich bin bei dir. Dieser Einsatz ist nicht ganz offiziell. Gut, Preacher. Folge jedem, der auftaucht, zu einer sicheren Position und finde raus, was er weiß. Dusty, autoriert sie. Hab ihn. Dusty, hast du ihn auf dem Schirm? Ja,
Ja, ich hab ihn im Blick. Okay, er fährt Richtung Schiff. Mal sehen, wo... Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Medal of Honor Warfighter Singleplayer. Mein Name ist Alex. Und I'm a Schnecke und irgendwie kapiere ich das nicht, es ist verbuggt. Mein Spiel schaltet einfach mal einen 3D-Modus auf meinem 3D-Fernseher. Deswegen, sorry für die komischen Schnitte, das ist einfach so, weil immer wieder die Aufnahme unterbrechen musste. Das letzte Mal ist auch das Spiel dadurch irgendwie einfach abgestürzt und deswegen ist die Aufnahmesession dann einfach beendet gewesen. Jetzt können wir es aber weiterspielen. Und das ist die nächste Mission. Ich frage mich halt immer, warum die Missionen so unterschiedlich sind. Letztens haben wir halt irgendeinen jetzt gehabt, dann gab es sowas im Preacher, dass der am Bahnhof war. Und jetzt haben wir aber hier in einem Auto und verfolgen ein anderes. Es ist alles cool inszeniert, auch diese Zwischensequenzen sind ganz nett, aber ich kann diese Zusammenhänge nie so ganz erkennen. Diese Mission hat der EA extra einen Trailer erstellt, als ob das jetzt so neu wäre, eine Verfolgungsjagd zu machen. Egal. Ist bestimmt ganz witzig. Das Geschwindigkeitsgefühl kommt schon mal ganz cool rüber. Und vor allem in Modern Warfare wäre jetzt schon jedes Gebäude hier explodiert. Das ist bisher noch nicht der Fall. Da bin ich auch ganz dankbar dafür. Okay, das Ziel. Ah, den kriegt man schon. Boah. Auf die rustikale Art und Weise halt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, warum wir jetzt hier sind, aber vielleicht erklärt uns das Spiel das dann noch, das wäre echt cool. Wir müssen halt möglichst noch im Ziel bleiben. Kein Ding. Ich weiß jetzt auch nicht, wo wir sind und welcher Stadt. Das ist sogar eine Straßenkarte. Wir können jetzt, glaube ich, sogar frei fahren. Habe ich mein Auto so ein bisschen geschrottet. Ja, es gibt tatsächlich hier, wir können ja tatsächlich, glaube ich, unseren eigenen Weg suchen. Durch die Straßen. Das ist echt so ein bisschen Need for Speed Most Wanted-like. Ja, toll. Ah, fairer Kontrollpunkt. Mach es gleich nochmal. So ein bisschen bremsen muss man schon und so, ansonsten fährt sich das jetzt nicht sehr anspruchsvoll. Also Multiplayer habe ich schon ein bisschen angespielt jetzt ein paar Stunden und irgendwie begeistert mich noch nicht so ganz. Vor allem ist das sehr, sehr fummelig da mit den Waffen-Setups, diesen Soldatenklassen. Da gibt es ja 72 verschiedene Soldaten, die man da freischalten kann. Und das nervt mich jetzt hier. Total sinnlos. Einfach scheiße. Aber Checkpoint erreicht. Und ich... Den Überblick da zu behalten durch die ganzen... Was ist denn hier los, ey? Meine Güte. Hier erstmal durchboxen. Das geht natürlich mit so einem Auto einfach durchfahren, genau. Und über Rot fahren ist sowieso immer einfach das Empfehlenswerteste. Denn dann muss man nicht stehen bleiben. Sind lauter Apes im Weg oder so ähnlich. Schon ganz witzig, das hier gemacht. Gab halt schon unzählige Verfolgungsjagden in Call of Duty und so, aber in so einer Form halt noch nicht. Dass man da durch einen echten Verkehr fährt, ohne dass gleich wieder alles in die Luft fliegt. Schon ganz cool. Also wie gesagt, mit den Soldatenklassen-Multiplayer ist halt echt ein bisschen kompliziert und so, da finde ich mich nicht ganz so rein. Denn es ist so verbuggt und so. Die Maps und die Spielmodi, das ist halt alles noch, muss ich mal sehen. Hat schon seinen Reiz, mal gucken. Werdet ihr dann in den Let's Plays dann genauer sehen. Wird es in den nächsten Tagen Folgen geben. Ansonsten bis dann erstmal Singleplayer, mal gucken. Der wird ja auch nicht bestimmt länger als 7 Stunden oder so. Standardzeit halt. Boah.
auf durch den Viktualienmarkt,